Hey du, schön, dass du da bist. Wir machen heute ein kleines Sammlungsupdate. Ich habe nämlich einige neue Düfte in meiner Sammlung, die ich euch gerne zeigen würde. Und was wir heute auch noch machen, ist der lang erwartete Review von Minuit Demi, dem Duft von Adamy Rawling und Fragrance du Bois. Ich habe lange gezögert, den jetzt noch aufzunehmen, weil der so schnell ausverkauft war. Und euch dann ein Review zu zeigen von einem Duft, den keiner mehr kriegen kann, das macht keinen Sinn und das ist gemein. Aber sie bringt den jetzt Ende April nochmal neu raus. Und deswegen schauen wir uns den heute nochmal genau an. Falls du zum ersten Mal hier bist, herzlich willkommen. Ich bin die Leni, ich rede über Parfum. Abonnier diesen Kanal, falls du dich für Parfum interessierst. Ich lade hier zweimal pro Woche Parfum-Content für euch hoch und ich freue mich über jeden einzelnen von euch. Und beim ersten Duft, da schäme ich mich sogar ein ganz kleines bisschen, weil der ist nicht neu, der ist sehr bekannt und ich wette sogar, viele von euch haben den schon und die denken sich jetzt, da hat die Leni jetzt aber gepennt, ja? Und so ist es auch. Ich habe irgendwie gepennt. Ich hatte schon ganz lange eine Abfüllung von dem und ich habe den mal gerochen und irgendwie war ich da nicht in der richtigen Stimmung für den. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich den wieder weggeschoben. Aber kürzlich dachte ich mir, ich möchte mir jetzt was gönnen. Und dann habe ich überlegt, ich wollte mir entweder einen Guerlain oder einen Chanel besorgen. Und dann bin ich nochmal an meine ganzen Abfüllungen rangegangen, habe alle Düfte nochmal durchgerochen und schlussendlich habe ich mich dann für diesen hier entschieden. Und zwar ist es Coco Noir von Chanel. Und wie gesagt, der Coco Noir ist wahrscheinlich einer, den ihr alle kennt oder vielleicht auch nicht, ja. Vielleicht ging es euch ja wie mir. Ich habe den irgendwann mal in einem Douglas gerochen und konnte dann den da irgendwie nicht schätzen. Aber dann habe ich ihn eben in meinen Abfüllungen nochmal gerochen und dann hat er mich irgendwie total erreicht. Und Coco Noir ist ja, also der Flakon sagt es ja schon, das ist so die sultry, sexy Variante von Coco, soll das sein. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, Chanel für Frauen kann eigentlich nicht sexy. Also ich kenne keinen einzigen sexy Chanel-Duft. Chanel kann schick, Chanel kann edel, Chanel kann klassisch. Aber sexy finde ich irgendwie, schaffen sie nur gut bei den Männern. Ist mir aber egal, weil deswegen habe ich ihn nicht gekauft. Der Duft an sich hat mich einfach so verzaubert. Und zwar ist das ein wunderschöner, ganz klassischer, schon reifer Rose, Rosengeranie, Patchouli-Duft. Der hat was Orientalisches. Ihr dürft ihn euch nicht vorstellen wie Cri Dior. Ist ja auch ein Rose-Patchouli-Duft, der sehr hell strahlend und sehr spritzig ist. Der Coco Noir, der ist eher nicht so dunkel, wie der Flakon anmuten lässt, aber etwas dunkler, pudriger, reifer, femininer und super angenehm. Aber wie gesagt, ich finde ihn nicht besonders sexy. Aber der Geruch ist was, was gerade im Moment total zu mir passt und was ich total schätzen kann im Moment. Der holt mich irgendwie ab, der gibt mir das Gefühl, gepflegt zu sein, der gibt mir das Gefühl, schick zu sein, auch wenn ich es die meiste Zeit ganz ehrlich nicht bin. Aber das ist einfach ein ganz, ganz wunderbarer, klassischer Damenduft. Und Chanel ist was, was nicht alle Leute sehr schätzen können. Ich habe mich auch lange schwer getan mit der Marke. Das heißt, wenn ihr noch keine Chanel-Düfte kennt, bezweifle ich, ob das ein Crowdpleaser für euch sein wird. Oder was heißt Crowdpleaser? Ob das ein Pleaser für euch sein wird. Aber die Leute, die sich mit Chanel-Düften auskennen, die wissen da, was sie zu erwarten haben. Ja. Wir haben keine Aldehyde, wir haben aber sehr wohl Orange, wir haben die Rose, Rosengeranie, Patchouli, wir haben eine ganz schöne dichte Basis. Kleines Manko an dem ist, dass der jetzt keine wahnsinnige Haltbarkeit hat. Also die ist tatsächlich ein bisschen enttäuschend. Ich habe auch überlegt, ob ich mir das extra holen soll, aber das war mir dann ehrlich gesagt zu teuer. Und er strahlt moderat aus, ja. Also es ist kein Beast-Mode-Duft, es ist keiner jetzt irgendwie für einen großen Auftritt. Ich finde, das ist eher so einer für einen gepflegten, schicken Auftritt, bei dem man aber nicht unbedingt viele Leute beeindrucken muss. Und ich trage den die letzten Tage so viel, das ist nicht mehr feierlich. Ich bin richtig verliebt in den und ich weiß, dass viele Leute sagen, den kann man nur tragen, wenn man sich zurecht gemacht hat und wenn man ganz schick aussieht und wenn man rausgeht. Aber das ist Schwachsinn. Ich trage den momentan ganz gerne daheim und der gibt mir einfach ein wahnsinnig gutes Gefühl. Eine Sache übrigens, die ich sehr merkwürdig finde, ist, der Flakon ist total leicht. Ich habe mir den viel schwerer vorgestellt. Mein Coromandel, der ist so richtig schön schwer. Der hier ist verblüffend leicht, ja, also. Der nächste geht in eine komplett andere Richtung. Das ist nämlich ein total frischer, erfrischender, ich würde sagen Frühlings-Sommer-Duft. Einen, der einen so ein bisschen ins Zen bringen soll. Und es ist das Neu-Release von Mikalev und zwar
der Eden Falls. Und ihr wisst ja, dass die Marke Mikalev in meinen Augen nicht viel Schlechtes tun kann. Ich muss allerdings sagen, der Eden Falls ist einer, der mich nicht so umgehauen hat, wie jetzt die letzten Releases. Also ist für mich jetzt nicht zu vergleichen mit, wie Desire Toxic auf mich gewirkt hat. Ich vergleiche ihn deswegen mit Desire Toxic, weil der ja auch einen ganz ähnlichen Flakon hat, auch so blau, auch so schön. Es ist schon ein schöner Duft, aber der ist ganz irgendwie untypisch, finde ich, für Mikalev. Und zwar ist der sehr unisex. Der ist grün, moosig, der ist würzig, der hat Koriander mit drin, der ist ein bisschen aromatisch, aber er geht eben in die Richtung entspannende Waldszenerie. Ja, ich glaube, so kann man sich den vorstellen. Der hat einen sehr pfeffrigen, zitrischen Start und man merkt eben auch sofort die Korianderwürze. Wir haben einen recht starken Jasmin und ein leicht herbes Neroli. Allerdings finde ich, ist das eben ein Duft, der von den Basisnoten dominiert wird. Wir haben Moos, wir haben Patchouli, wir haben Moschus von der Vanille, wie man bei uns in Bayern sagt. Von der Vanille merke ich persönlich nicht viel. Finde ich aber auch gut, weil ich finde, der gehört auch frisch. Ich weiß nicht, ob Vanille da so gut sich in die Komposition fügen würde. Wie gesagt, der ist sehr angenehm. Der verliert seine Pfeffrigkeit dann mit der Zeit, bekommt eine gewisse Pudrigkeit und im Drydown, und das ist der Punkt, wo er mir dann nicht mehr ganz so gut gefällt, wird der noch etwas süßer. Ich habe so das Gefühl, der Jasmin, der gibt da nicht auf. Der will präsent bleiben bis zum Schluss. Und mir hätte er eben noch ein bisschen besser gefallen, wenn der noch ein Ticken herber grüner gewesen wäre. Vom Charakter her ist der genau das Gegenteil von Desire Toxic. Der ist still, der ist introvertiert, der eckt nicht an. Der strahlt nicht sehr weit aus. Die Haltbarkeit ist mittel, ich würde sagen so 6 Stunden ungefähr. Und das ist für mich eher so ein Duft, den man für sich selbst trägt, wenn man sich so ein bisschen erfrischen will. So ein bisschen Erfrischung mit einer Korianderpfefferwürze. Auf den nächsten Duft bin ich auch vor kurzem erst gestoßen. Das ist auch einer, mit dem mich der Herr Stricker netterweise ausgestattet hat. Und ich muss sagen, in den bin ich verliebt und die ganze Marke ist sehr interessant. Und zwar heißt die Marke Giardino Benessere und es ist italienisch und bedeutet so viel wie Garten des Wohlbefindens. Wellnessgarten könnte man sagen, ja. Und die Marke ist von Paolo Terenzi. Das ist der Bruder von der Tiziana Terenzi, die ihr vielleicht von sehr bekannten Düften kennt, ja. Und der Duft, in den ich momentan verliebt bin, ist der Sandalo e Myrrha. Also Sandelholz und Myrrhe, könnte man sagen. Und schaut euch mal diesen schönen Flakon an. Ich finde die so clean und einfach simpel, aber schick. Und die fassen sich auch gut an. Also die sind auch schwer. Die haben auch ein richtig schönes Cap und haben auch einen richtig guten Sprüher. Und das Tolle an dieser Marke, und ich habe so das Gefühl, ihr werdet wahrscheinlich in Zukunft noch ein bisschen mehr von dieser Marke auf meinem Kanal hören, ist, dass die wirklich hochwertige, coole Düfte machen, die erschwinglich sind. Also die sind nicht im Preissegment wie die Tiziana Terenzi Düfte, sondern die gibt's unter 100 Euro. Die haben auch noch eine exklusivere Linie, die ist ein bisschen teurer, aber diese hier mit den durchsichtigen Flakons, die sind echt erschwinglich und die Qualität ist spitze. Also ich habe bestimmt, wie viel habe ich jetzt getestet von denen? Ich glaube 15 Stück mindestens. Und die sind alle spannend. Und der Sandalo e Myrrha ist aber einer, der macht irgendwie was mit mir. Also ich muss sagen, der hat mich sofort angesprochen. Boah, das ist ein toller Duft. Der hat so ein bisschen den Effekt auf mich, den auch Desire Toxic von Mikalev auf mich hat. Also ich finde, das ist schon eher ein maskuliner Duft, aber der hat was sehr, sehr, sehr Betörendes. Oder auch so ähnlich wie der Ganymed. So wirkt er auch auf mich. Also ganz, der holt mich irgendwie ab, ja. Ich finde den sexy. Ich finde den angenehm. Der ist tragbar und der hat eine Hammer-Performance. Also ich habe ihn in den letzten Tagen getragen. Der hält 10 Stunden plus und er strahlt auch gut aus. Also in dem Preissegment diese Qualität von Düften zu finden, sieht man nicht so häufig. Und jetzt sage ich euch vielleicht mal, wie er riecht, gell? Weil er heißt Sandelholz und Myrrhe, aber
Ich finde nicht, dass das den Duftcharakter wirklich gut beschreibt. Der hat ein wunderschönes, leicht würziges und sehr cremiges Kardamom-Opening. Also Kardamom bekommt ihr definitiv und ihr bekommt auch sofort eine schön erfrischende Rosengeranie. Er hat auch Zimt mit drin, von dem merke ich persönlich nicht ganz so viel. Aber wir haben Lavendel und wir haben eine holzig-moosige grüne Basis, würde ich sagen. Die ganzen Adjektive, die helfen nicht wirklich, sich den Duft vorzustellen. Aber falls ihr die Sirtoxique von Mikalev schon mal gerochen habt, es ist diese Art von Duft. Er ist wirklich, also ich finde ihn ähnlich, er hat aber schon auch den Myrrhe-Geschmack und natürlich auch das Sandelholz. Ja, also man merkt beides. Wobei jetzt ich die Myrrhe nicht gelistet gesehen habe in den Noten. Aber der hat eben was Warmes, was Harziges auch, was irgendwie... Das ist auch so einer mit ganz vielen Gegensätzen und Kontrasten. Der ist einerseits... frisch, erfrischend, würzig, aber dann wird er doch auch warm und hat aber dann diese holzig-grüne, waldige Basis irgendwie. Und diese Art von Reise, er hat mich eben sehr an die Sirtoxique erinnert. Wir sind jetzt nicht identisch. Ich finde, hier haben wir eben dieses Myrrhe-Element, kommt noch viel stärker. Wir haben hier keinen Hanf, aber es gibt von der Marke auch Düfte, die Hanf drin haben. Sogar zwei Stück, glaube ich. Ja, die zeige ich euch irgendwann später noch, aber der hier, den finde ich einfach ultra verführerisch. Ich finde den super für Männer. Ich finde den so vielleicht sogar ein bisschen heftig fürs Büro, aber ihr geht ja gerade eh nicht ins Büro, deswegen ist es egal. Aber der hat es mir irgendwie angetan, den mag ich gerade echt gerne, den trage ich auch. Der ist unisex, den können auch Frauen tragen, aber ich sehe den insbesondere an Männern sehr, 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 sehr verführerisch. So, und Molten Brown hat mich letztens auch mit ein paar Flakons beglückt. Die sehen alle so aus. Ich finde, die sind wahnsinnig wiedererkennbar. Und ich weiß nicht genau, wie ich zu der Ehre gekommen bin, aber die haben mir einfach ein paar Düfte geschickt. Und den interessantesten, dachte ich, den muss ich euch jetzt mal zeigen. Und zwar ist es der Milk Musk. Und ich entschuldige mich jetzt schon mal bei der Marke, weil ich sage den immer falsch rum. Ich sage immer Musk Milk. Er heißt aber Milk Musk. Und es beschreibt ihn eigentlich auch ziemlich gut. Was bei den Molten Brown Flakons ganz cool ist, die haben hier oben immer so eine Murmel. Also das Cap ist so eine Murmel. Meine Tochter findet das total super. Die klaut mir den nämlich immer und geht dann mit denen spielen. Findet sie schön, weil die so marmoriert sind. Die ist jetzt gerade in einem Alter, wo Bälle sind gerade das Größte. Der Milk Musk ist wirklich, wirklich spannend. Und ich muss sagen, ich hatte Molten Brown als Parfummarke nicht so auf dem Schirm. Eher so halt Richtung Duschgel und Badeutensilien. Aber die machen auch interessante Düfte. Und zwar hat der Milk Musk eine ganz, ganz, ganz spannende Kombination aus Harzigkeit, Milchigkeit, dem Moschus, der den sehr weich und cremig macht und aber auch einer starken Ambroxan-Note, die da sofort nicht nur durchspitzt, sondern die sofort auch so ein bisschen die Show an sich reißt. Und ich muss sagen, das ist ein ganz, ganz distinktiver Duftcharakter, extrem spannend, weil dieses Ambroxan gibt dem Ganzen so ein bisschen Meeresaroma, gibt dem Ganzen so eine salzige Frische noch. Das heißt, ihr habt einen Vanille-Moschus-Duft mit einer gewissen milchigen, oder mit nicht milchiger Harzigkeit, aber mit Milchigkeit, mit Harzigkeit und dieser Meeresfrische. Ich muss sagen, im Opening ist mir das Ambroxan ein bisschen too much. Da habe ich so, wie sagt man da, Sauvage-Flashbacks. Aber so nach einer halben Stunde mag ich den echt gern. Da wird der sehr angenehm. Da nordet sich das Ambroxan ein bisschen ein. Und die anderen Noten, die dürfen ein bisschen mehr von sich zeigen. Insbesondere auch die Vanille. Und dieses Moschus-Vanille-Ding, das sehr milchig ist, das finde ich schon echt eine gemütliche Sache. Also das ist auch so einer zum Kuscheln eigentlich. Insbesondere zum Schluss hin merkt man dann wirklich noch stark Benzoin und Tonka und da wird er dann so richtig kuschelig. Also das ist vielleicht wirklich einer so für einen Abend und für vielleicht auch den Partner. Was allerdings ihr schon abkönnen müsst, ist so Milchigkeit in Parfum. Manchen Leuten wird der schlecht von so einem milchigen Charakter. Die können dann solche Düfte auch wie Lavande, Trianon von Maison Lancôme überhaupt nicht ab. Aber für die Leute, denen es gefällt, die gerne auch mal so eine Milch mit Honig trinken abends, ja, für die könnte der richtig toll sein. Eher feminin, würde ich sagen, aber von beiden Geschlechtern tragbar. Ich glaube nicht, dass der jedem gefallen wird wegen der Ambroxan-Note, aber den könnt ihr mal testen, weil der hat echt einen Appeal. Also der hat was Besonderes. Der hat, finde ich, auch Signature-Qualitäten.
Und da müsst ihr einfach mal schauen, ob euch das taugt. Aber ich finde den sehr gelungen, so als Kreation. Körperlichkeit ist ganz gut, Projektion auch. Also das ist wirklich ein anständiger Duft. Auf den nächsten Duft freue ich mich jetzt, euch den zu zeigen, weil der ist so einfach zu beschreiben. Der ist einfach so klar definiert, dass das der Wellnessduft ist. Ist der Wellnessduft. Er heißt Pinus von Odur. Odur ist eine Schweizer Marke. Sie haben nur 4 Düfte, glaube ich. Und Pinus ist einer davon. Und wie der Name auch sagt, das ist ein holziger Traum. Und zwar geht es in diesem Duft um die Zirbelkiefer und um Patchouli. Das ist es im Grunde. Und ich liebe Zirbelkiefer. Ich weiß nicht, ob ihr den Geruch von Zirbelkiefer kennt, aber das ist so ein toller Geruch, der entspannt mich instant. Ja, wir sind ja öfter in Südtirol bei der Familie und wenn wir da im Hotel sind, liegen manchmal in so Schälchen so geriffelte Zirbelkiefer-Stücke rum. Nicht Stücke, sondern eher so, mehr so gewebte Fäden, ja. Und die beduften dann den ganzen Raum und es trägt dann total zu diesem frischen Bergfeeling bei. Einfach diese wunderschöne Holzigkeit. Und genau so riecht der Pinus. Ja, Zirbelkiefer und Patchouli müsst ihr mögen. Patchouli ist auch ganz prominent in dem Duft. Ein Glück, dass ich ein Patchouli-Fan bin. Und der gibt euch wirklich so ein ganz, ganz, ganz schönes, holziges, erfrischendes, sehr Unisex-Aroma. Wobei ich vermuten würde, dass wahrscheinlich eher die Männer den gerne tragen werden. Weil so sehr starke, holzige Düfte ist oft das, was den Männern gut gefällt. Und der hält sich gar nicht schlecht. Der hält so 7 Stunden auf mir ungefähr. Und der projiziert moderat. Also ihr habt am Anfang wirklich diesen Erfrischungsboost, der euch da ins Gesicht weht. Und dann ist der total angenehm und verschmilzt sehr schön auch mit eurer Haut. Wir haben in der Basis noch Sandelholz, Myrrhe und Ambra. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, ich krieg nichts mit. Patchouli und Zirbelkiefer ist alles, was ich hier rieche und bin ja auch froh, weil das gefällt mir ganz gut. Und den trage ich halt auch gern, wenn ich mal ein bisschen konzentriert arbeiten will. Da macht er mich auch irgendwie frei im Kopf. Ja. Also nicht, wenn ich gerade Düfte teste, aber halt die ganze andere Arbeit steckt ja noch ein bisschen mehr hinter so einem Kanal als nur Düfte testen die ganze Zeit. Da ist er echt spitze, ja. Ihr wisst ja, dass mein Mann so ein Parfummuffel ist, ja. Und ich habe ihm den riechen lassen und habe halt gefragt, ob er dann wenigstens den tragen würde. Er hat es zwar nicht ja gesagt, aber zumindest kurz gezögert. Er hat zumindest kurz überlegt. Also das ist eben auch einer, der sehr unparfümig ist, ja, der sehr natürlich rüberkommt. Also für Männer, die jetzt nicht unbedingt viel am Hut mit Parfum haben, könnte das eine ganz coole Option sein, die, wenn sie gerne Holz mögen. Der nächste ist ein The House of Oud Duft, also ihr wisst schon, die schönen Eier. Und den habe ich als Restflakon abgestaubt beim FX Miller vor kurzem. Und ich kannte den noch nicht gut, aber der ist wunderschön. Ich würde sogar sagen, von allen, die ich jetzt habe, ja, also dem Grape Pearls, dem, wer ist denn der Dattelduft? Dates Delight. Da ist der wahrscheinlich sogar der gefälligste. Der ist wirklich wunderschön und der hat so, der sieht so ein bisschen aus hier wie die Wüste, ja. Golden Powder heißt der, also goldenes Puder, goldener. Heißt Puder, Powder. Egal. Auf jeden Fall ist das ein ganz, ganz, ganz schöner Gourmand. Und auf ersten Riechen dachte ich mir, Mensch, der riecht ja Bouquet Ideale von Serjoff gar nicht unähnlich. Und dann auf zweiten Riechen dachte ich mir, Mensch, die sind sich aber wirklich sehr ähnlich. Also wirklich sehr, sehr, sehr ähnlich. Und dann habe ich mal die Noten angeschaut und tatsächlich haben die ganz, ganz, ganz viele Gemeinsamkeiten. Und zwar haben sie die Tabakblüte, sie haben das Kumarin, sie haben den Muskat, sie haben den Zimt, sie haben die Vanille. Und was ein bisschen unterschiedlich ist bei dem hier, würde ich sagen, ist, dass der natürlich noch die Oud Note mit drin hat und ganz viele Holzer im Herzen. Also der ist ein Stück holziger noch als Bouquet Ideale. Und was ich sagen würde ist, Männern, die Bouquet Ideale schon mal probiert haben und denen der vielleicht ein bisschen zu feminin war, die sollten sich mal den Golden Powder anschauen. Und das ist jetzt ein bisschen gemein für alle Leute, die nicht Bouquet Ideale kennen, gell? Also, ich versuche ihn nochmal objektiver zu beschreiben. Der ist süß,
Der hat eine ganz tolle, würzige Aromatik von Anfang an. Also Kumarin, Muskat, Zimt merkt man schön. Der ist nicht zu süß. Der hat eine tolle Vanille. Die Tabakblüte, finde ich, macht sich ganz gut da drin. Die gibt ihm nämlich so eine ganz, ganz, wie soll ich das sagen? Nicht eine Smokiness, sondern eher so ein grünes Element, sondern eher so ein herbes Element, das ihn davon abhält, ein zu süßer, untragbarer Gourmand zu sein. Und der ist auch in der Performance sehr, sehr, sehr angenehm. Also der knockt nicht den ganzen Raum aus. Der ist sehr viel dezenter als Bouquet Ideale. Bouquet Ideale projiziert wirklich in die nächsten noch 5 Räume. Der Golden Powder nicht, der ist eher so, ich würde sagen, so auf 1,5 Meter ungefähr projiziert der. Also sehr, sehr, sehr angenehm und verträglich für die Mitmenschen. Und ich würde sagen, jeder, der Gourmands mag, der könnte den probieren, der könnte den mögen, weil der schon sehr extrem gefällig ist. Also aus dem ganzen Haus bisher der gefälligste, den ich probiert habe. Wirklich schön und das Tolle ist auch nicht zu winterlich. Den kann man auch im Frühling tragen, den kann man auch im Herbst tragen. Im warmen Sommer würde ich ihn wahrscheinlich nicht tragen. So, und jetzt der Review, auf den ihr alle gewartet habt. Wobei, das klingt sehr arrogant, gell? Jetzt der Review, auf den manche von euch gewartet haben. Und zwar sprechen wir jetzt über Minuit et demi. 12:30 in der Nacht, könnte man auch sagen. Also eine halbe Stunde nach Mitternacht. Natürlich mit dem Augenzwinkern auf den Namen von Demi Rawling, denn das ist ihr Duft, den hat sie zusammen mit Fragrance Dubois und Simrise kreiert. Und ich habe ein Parfumo-Sharing mitgemacht und mir da eine Abfüllung besorgt. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wieso ich mir nicht den Flakon gekauft habe. Die Antwort ist sehr simpel, so dicke habe ich es leider noch nicht. Also der Flakon kostet für die 100 Milliliter 270 Euro und für eine Review blind einen Duft für 270 Euro zu kaufen, das ist mir leider zu viel Geld. Aber ich habe mir trotzdem besorgt für euch. Wir probieren jetzt die Abfüllung und ich habe die aber schon etwas getragen. Also ich kann schon mal Spoiler sagen, ich habe den Duft schon bestimmt 3-4 Tage getragen. Und der hat auf Parfumo eine Bewertung von 6,9. Und da muss ich echt sagen, come on, das ist schon ein bisschen gemein. Also 6,9 ist der nicht. Der ist höher, ja. Der ist schöner. Da, glaube ich, haben sich ein paar Hater hinreißen lassen oder vielleicht auch Leute, die mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis verärgert waren. Aber jetzt sprechen wir mal über den Duft, ja. Jetzt würdigen wir mal den Duft. Also, für die Leute, die es noch nicht wissen, das ist eine Kollaboration zwischen der Demi Rawling, Simrise, das ist ein Parfumlabor, und die Marke, die den Duft rausgebracht hat, ist Fragrance Dubois. Und Fragrance Dubois ist bekannt für sehr, sehr, sehr hochwertige Düfte, aber auch sehr, 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 sehr teure Düfte. Und fangen wir vielleicht mit der Erwartungshaltung an. Die Demi Rawling hat den angepriesen als einen Gourmand. Unisex für Männer und Frauen. Und sie hat ganz bewusst auch gesagt, der ist nicht Beast Mode und die Haltbarkeit ist nicht der Wahnsinn. Fand ich auch einen smarten Move von ihr, dass sie da die Erwartungen gleich mal ein bisschen gedeckelt hat, weil da hat sie recht, ja. Also die Haltbarkeit und die Ausstrahlung, die sind eher dezent. Aber der Duft an sich ist sehr schön, ja. Der Duft ist wirklich schön. Was ihr initial bekommt, ist ein würziges Opening mit Kaffee. Also wir haben Kardamom, Pfeffer und Kaffee im Opening und man merkt sofort die süßen Basisnoten. Aber der kommt gar nicht mal so übersüß daher von Anfang an und es ist sehr spannend. Der Pfeffer, glaube ich, kann manchen Leuten ein bisschen zu viel sein, aber der macht auch ein bisschen den Reiz aus an der Stelle. Auch der erste Eindruck auf mich wirkt eher maskulin und ich habe das Gefühl, der Duft im Verlauf wird dann immer femininer. Also wie auch zum Beispiel bei The Fireplace startet der sehr würzig und man denkt sich, okay, vielleicht ist es ein Herrenduft. Aber mit der Zeit, wenn der sich entwickelt, dann geht er immer mehr in die feminine Richtung. Und deswegen finde ich es zu sagen, dass der Unisex ist, auch gerechtfertigt. Nach einer Zeit kommen dann aber die anderen Noten auch prominenter mit ins Spiel und es wird wirklich eine ganz, ganz, ganz schöne Melange. Also ich kann nicht sagen, dass ich den schlecht finde, der gefällt mir gut. Und was man auch merkt, ist die Qualität. Also gut, das war abzusehen, ja. Fragrance Dubois macht keine halben Sachen in Sachen Qualität und lassen sich das ja auch königlich bezahlen. Was ich schön finde, ist, dass der eben im Verlauf süßer wird, karamelliger,
noch wärmer, der wird weich, der ist kuschelig, der ist ganz, der legt sich um einen wie eine Decke, wie so eine Kaschmirdecke. Ich bin nicht ganz sicher, ob sie das vielleicht sogar gesagt hat und ich deswegen die Erinnerung habe, aber der ist tatsächlich wie so eine Decke. Und ich finde, durch den Kaffee hat er schon auch was von so einem kalten Wintermorgen, wo einem so der Kaffeegeruch so ein bisschen in die Nase weht. Durch die holzigen Basisnoten zusammen mit der Vanille, finde ich, bekommt er dann auch seinen Feinschliff. Und der gefällt mir eigentlich dann auch noch immer besser. Also ich finde, er wird im Drydown eher besser als schlechter. Am Anfang hat man wirklich dieses sehr stark pfeffrige, würzige Kaffee-Opening, ja. Aber der Duft ist schon schön. Er ist auch sehr tragbar, finde ich. Also dadurch, dass er nicht so laut ist, kann man den tatsächlich auch tragen. Und ich bilde mir ein, dass man mit dem auch gut layern könnte, weil der eben so eine schöne gourmandige Basis gibt. So, jetzt haben wir drei Fragen. Frage Nummer 1. Würde ich den tragen? Absolut. Und ich habe ihn auch schon tagelang getragen. Ich denke, das ist einer. Auf den ersten Riecher denkt man sich, boah, ganz schön. Und zu dem kommt man aber zurück. Und der hat auch eine Faszination über die ersten Minuten hinaus. Und das ist einer, wo ich schon immer mal wieder vergnügt auch an meinem Arm gerochen habe. Über die Tage verteilt. Frage 2. Sollte ihn kaufen? Der kommt ja jetzt Ende April wieder raus. Ich schätze, er wird auch wieder 270 Euro kosten für die 100 Milliliter. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, meiner Meinung nach liefert der für den Preis ein bisschen zu wenig ab. Für diesen Preis erwarte ich eine bessere Haltbarkeit, erwarte ich eine bessere Sillage. Es sei denn, dieser leise Duft ist das, was ihr sucht. Ja? Und wenn es euch dann die Qualität wert ist, dann würde ich sagen, okay. Aber wenn ihr jetzt euch da einen Mordsauftritt versprecht von dem, dann glaube ich, werdet ihr enttäuscht sein. Da würde ich euch lieber raten, euch eine Abfüllung zu holen von den ganzen Leuten, die Flakons gekauft haben. Da werden sicher bald wieder einige Angebote auf Parfumo stehen oder macht bei einem Sharing mit oder irgendwie so, weil ich trage den schon gern ab und zu. Ich weiß, ich würde niemals einen 100 Milliliter Flakon von dem leer machen. Aber hin und wieder ist der ganz nett und so eine kleine Menge, die bricht einem dann auch nicht den Geldbeutel durch. Das war kein Deutsch. So eine kleine Menge, die kostet dann halt auch nicht die Welt. Frage 3, die sicher auch in den Kommentaren kommen wird. Es gibt einen Duft von Penhaligon's, der heißt Changing Constants. Und der ist sehr ähnlich. Der ist wirklich sehr ähnlich. Und es ist die Frage, solltet ihr euch vielleicht lieber den kaufen? Und ich sage euch ganz ehrlich, nein. Changing Constants ist auch ein wunderschöner Duft, aber wenn ihr mal den Milliliterpreis runterrechnet, ist der nicht günstiger. Der wird zwar in 75 ml vertrieben, kostet dann 240 Euro, aber ihr zahlt pro Milliliter mehr, als wenn ihr euch den Fragrance du Bois Flacon holt. Also, ja, würde ich jetzt nicht als Alternative sehen. So, meine Lieben, dann gebt mir mal in den Kommentaren Rückmeldung, ob ihr Düfte, die ich euch gerade gezeigt habe, schon kennt, habt oder was eure Meinungen dazu sind. Und dann freue ich mich auf euch im nächsten Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.